Ich grüße euch, liebe Freunde der Bahn, und möchte euch mit einem Zitat, beginnen, das 15 Jahre alt ist. Damals hat der Wirtschaftsförderer Häfele wörtlich gesagt: Wer bei Stuttgart 21 mitreden will, muss Kapital einbringen. Na, da können wir ja jetzt heimgehen. Wir von der Schutzgemeinschaft Filter kennen solches Geschwätz zur Genüge. Seit 43 Jahren kämpfen wir gegen Großprojekte und haben bittere Niederlagen einstecken müssen, aber auch ganz erfolgreiche Siege davongetragen. Und das kann euch vielleicht auch etwas Mut machen. Immer waren die Macher ältere Herren, die behaupteten, sie dienten dem Fortschritt. Und hier ist es genauso. Das fing an mit Rommel, Teufel, Dürr, Wissmann, dann Medern, Tiefensee, Oettinger, Schuster, Grube, Drechsler und so weiter und so weiter. Ramsauer. Deren Altersschnitt liegt deutlich über dem der hier Anwesenden. Und die haben die Stirn zu behaupten, sie würden für unsere Kinder sprechen. Und die hohen Herren hier unten hatten auch nichts Besseres zu tun, als bei uns oben auf den fruchtbaren Fildern, dem Gemüsegarten Stuttgarts auch, eine Messe durchzudrücken, jetzt von einem zentralen Omnibusbahnhof zu sprechen und die unterirdischen Wurmfortsätze von Stuttgart 21 voranzutreiben. 10 Jahre hat es gedauert, bis die Messe dann tatsächlich trotz unseres erbitterten Widerstandes gebaut war. Und das natürlich nur mit übelsten Tricks. Früher haben die Herrscher natürlich ihre Söldner ausgeschickt, die mit Schwert und Feuer das Land geraubt haben. Jetzt macht man sich die Hände nicht mehr schmutzig. Wenn das bestehende Recht es nicht hergibt, dann macht man sich eben einfach seine eigenen und baut ein Landesmessegesetz. Warum? Warum erzähle ich das? Der wesentliche Grund dafür, den Bahnhof hier tiefer zu legen und quer zu legen, war eine Idee Anfang der 90er Jahre, nämlich den Flughafen anzubinden und eine Messe auf die Fildern zu bringen. Ein Zitat von dem damaligen Messechef Gehring 1995, Zitat: Der am Flughafen geplante ICE-Bahnhof ist eine Steilvorlage für die neue Messe. Die Messe ist inzwischen gebaut und schreibt, wie vorausgesehen, rote Zahlen. Stuttgart 21 ist noch nicht gebaut und das ist auch euer Erfolg. Worum geht es aktuell? Die Schnellbahntrasse nach Ulm ist völlig ungeklärt, technisch und finanziell. Jetzt wird davon gesprochen, dass die Güterzüge nach wie vor durchs Filztal brettern. Und es kommt ein neues Problem dazu, nämlich neu für uns nicht, aber jetzt in der Öffentlichkeit, dass oben auf den Filtern nichts vernünftig geplant ist. Nirgendwo. Stellen wir uns vor, ein ICE startet hier im Kellerbahnhof auf die Filtern hinauf. Dieser schwere Zug muss beschleunigt werden in einem steilen Tunnel. Oben kommt er ans Tageslicht am Echterdinger Ei und muss sofort wieder rechts runter in einen Tunnel zu einem tiefen Bahnhof unter der Messe, um dort zu halten. Ein ICE, der in wenigen Minuten zweimal hält, das gibt es in ganz Deutschland nicht. Nochmal, das ist Schwachsinn auf Schienen. Auch die Gäubahnzüge kommen oben am Echterdinger Ei raus. Die haben aber einen eigenen Tunnel linksherum unter Messeparkhaus hindurch in den vorhandenen S-Bahn-Bahnhof beim Flughafen, um dann quer durch Leinfelden-Echterdingen zu donnern auf der vorhandenen S-Bahn-Trasse im Mischverkehr bei zu engen Kurven. Das heißt, das ist alles eigentlich überhaupt nicht machbar. Die Bahnsteighöhen von Regionalbahn und S-Bahn sind verschieden hoch. Und es ist so, dass eine Kombination beider Zugarten eigentlich nicht zulässig ist am selben Bahnsteig.
Und außerdem, und das ist das, was jetzt aktuell diskutiert wird, aber schon lange klar ist, der Tunnel ist viel zu eng, der für die S-Bahn schon zu eng war, für die Fernzüge. Da ist die Sicherheit nicht gewährleistet, das sind die Rettungswege praktisch nicht möglich. Und deswegen hat bereits im Oktober 2007, ich sage nochmal, das ist längst alles klar, im Oktober 2007 hat das Bundesverkehrsministerium den Planungen widersprochen und seither ruht das Verfahren da oben. Seither hofft man auf eine Ausnahmegenehmigung für die Bahnsteighöhen, für die fehlende Sicherheit und so weiter. Wenn es keine Ausnahmegenehmigung gibt, und alles andere wäre ein Skandal, wenn es keine Ausnahmegenehmigung gibt, dann befürchtet Werner Klingberg, das ist ein Bahnkonzernbeauftragter, der vor wenigen Wochen auf den Filtern oben gesprochen hat, dann befürchtet er, dass es jahrelange Verzögerungen gibt und dass für neue Tunnel 80 Millionen fällig werden. Bravo. In Wirklichkeit wird es viel, viel mehr sein. Und Herr Wolfgang Drechsler weiß nichts Besseres als dieser Tage zu sagen. Er kontert und sagt, es gibt kein Sicherheitsproblem. Jahrelange Bauverzögerung und höhere Kosten sind reine Spekulation. Es ist erfreulich, dass Sie sich jetzt bereits intern in die Wolle kriegen. Bei all den Auseinandersetzungen wundert man sich über den Dilettantismus derer, die das Projekt vorantreiben. Was unterscheidet die von uns? Wir kommen auf eigene Kosten. Wir haben keine teuren Mitarbeiter. Wir machen unsere Flugblätter selber und verteilen sie selber. Die andere Seite, die wird herumchauffiert. Die schwimmen im Geld. Die haben jede Menge Gutachter und Heerscharen von Juristen und Werbeleuten. Die lassen drucken, die lassen austragen und alles von Steuergeldern. Das heißt, wir zahlen nicht nur unseren Widerstand, sondern auch noch den ihre schlechte Arbeit. Von Waffengleichheit kann keine Rede sein. Ein Wunder, dass wir trotzdem denen Schwierigkeiten machen. Und woran liegt's? Und woran liegt's? Wir haben eben einfach die besseren Argumente. Ich stelle fest, bis heute ist der nach dem Hauptbahnhof schwierigste Abschnitt von Stuttgart 21, nämlich der Abschnitt Flughafen, Messe, Filter, völlig in der Schwebe. Die Unklarheiten in diesem Abschnitt sind so groß, dass dort bis heute noch keine öffentliche Auslegung oder gar Anhörung oder gar ein Planfestungsbeschluss zustande gekommen ist, der ja eigentlich Voraussetzung für einen Baubeginn wäre. Nach den bisherigen Erfahrungen um Stuttgart 21 dauert ein solches Erörtern bis zu einem gerichtsfesten Planfeststellungsbeschluss bei anderen Abschnitten 4 bis 5 Jahre. Hier oben mit Sicherheit mehr, weil die Probleme viel, viel größer sind. Kein Mensch darf auch nur ein Gartenhäuschen bauen, wenn zum Beispiel nicht klar ist, wie und wohin die Abwässer gelangen. Bei dem Riesenprojekt Stuttgart 21 dagegen gelten offenbar nicht mal der gesunde Menschenverstand, noch die üblichen Bauregeln. Die Planer haben vor, bereits im nächsten Jahr vom Zentrum Stuttgarts aus einen Tunnel zu bohren, auf die Filtern hinauf. Und am anderen Ende weiß man nicht, was dort passiert. Sind die genehmigt? Müssen sie umplanen? Geht es überhaupt? Wird alles viel teurer? Man hofft wahrscheinlich darauf, dass die Sachzwänge irgendwelche bisher noch nie erteilte Sondergenehmigungen erzwingen. Wir fordern deshalb sofortiger Stopp von Stuttgart 21, bevor noch mehr Geld und Glaubwürdigkeit in den Sand gesetzt wird. Ich glaube, diese älteren Herren machen dies alles nicht vorrangig aus Geldgier. Sie sind nicht in erster Linie raffiniert und gemein. Nein, es ist viel schlimmer. Sie glauben wirklich daran, was sie sagen, dass sie das Richtige tun. Sie sind wie Drogensüchtige. Ihre Droge heißt immerwährendes Wachstum, egal was, egal wie, egal was es kostet.